Hey Leute, Cramix hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Und ihr könnt schon sehen, wir sind heute mal wieder mit dem Lenkrad unterwegs. Und heute muss ich 24 Stunden GTA spielen, aber ohne eine Regel zu brechen. Leute, ja, ihr habt richtig gehört, ich darf keine Regeln brechen in GTA 5. Denn, Leute, ich habe hier die 1000-Sterne-Mod installiert, Leute. Die Polizei ist super schlau. Wenn ich auch nur über eine rote Ampel fahre, Leute, bekomme ich direkt Sterne. Wir müssen richtig aufpassen. Und ich würde sagen, Leute, wir machen jetzt eben alles, was man in GTA immer so macht, nur eben ohne Gesetz. Sätze zu brechen. Das wird richtig schwer. Ich muss mich sogar an die Straßenregeln halten, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ich habe mir schon überlegt, Leute, wir werden auf jeden Fall heute, ja, mit unserem blauen, wunderschönen Lambo mal auf die Straßen rausfahren. Ey, wir müssen so aufpassen. Hä? Hey, du, hast du Bock auf ein kleines Rennen? Hey, Leute, hier steht einer vor meiner Haustür, der fragt mich nach einem Rennen. Aber warte mal, das ist bestimmt eine Falle. Die Polizei ist hier übelst schlau. Vielleicht sind die sogar zivil unterwegs. Warte mal, wir gucken uns den Typen mal genauer da drin an. Ja, der sieht irgendwie ein bisschen wie ein Polizist aus, oder? Seht ihr das auch mit einem Brabus? Hä? Nee, ich will kein Rennen. Alles gut, wir fahren mal lieber Schmalspur weiter. Oder was? Boah, jetzt will er mich, Leute, er will mich irgendwie rausfordern. Schmalspur nennt er mich. Ey, der schneidet mich total, Leute. Egal, wisst ihr was? Ich glaube, die Polizei, die will hier irgendwie mich locken, dass ich irgendwie ein Rennen oder sowas fahre. Wir lassen ihn mal entspannt. Warte mal, wir sind ja hier auf der Autobahn. Das heißt, wir dürfen ja wohl hier mal 100 fahren. Das ist ja wohl nicht zu schnell jetzt hier 100, oder Leute? So, in dem Lambo geht das Ganze. Ey, der fährt hier wie ein Wahnsinniger da vorne. Der bremst hier die LKWs aus. Okay, egal. Wir fahren hier mal nach den LKWs. Ich werde hier nicht überholen, weil hier ist eine durchgezogene Linie. Wir dürfen das nicht. Ey, was ist denn das jetzt hier? Hallo, Officer? Fahren Sie mal weiter hier. Ich habe Sie nur gemessen. Okay, alles gut. Hey, Leute, das war wirklich ein Polizist. Habt ihr das gesehen? Also, die Polizei ist heute wirklich ultra schlau. Wir dürfen uns keinen Fehler... Oh mein Gott! Wir dürfen uns keinen Fehler erlauben, Leute. Die machen hier... Sie sind sogar zivil unterwegs. So, okay, wir müssen hier wirklich nach den Regeln fahren. Die überholen hier sogar rechts. Wir lassen uns davon nicht beeinflussen, Leute. Wir fahren hier nach den Regeln. Und zwar, Leute, unsere erste Mission wird es heute nämlich sein. Wir haben nämlich verschiedene Aufgaben zu erledigen. Und zwar Punkt Nummer 1, Leute. Wir müssen erstmal bei der Bank vorbeifahren, uns Geld abholen und damit mit dem Geld dann ein Auto kaufen. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, wir müssen die Autos heute auch kaufen. Wir dürfen die nicht einfach überfallen, die Autohändler. Wir müssen die kaufen, weil wir dürfen keine Regeln brechen. Oh Gott, was will hier die Polizei, Leute? Der passt hier richtig. Macht der gerade eine Geschwindigkeitsmessung mit mir oder was? In den Porsche, Polizei-Porsche, okay. Warte mal, wir fahren jetzt in eine geschlossene Ortschaft rein. Das heißt, ab jetzt hier 70 nur noch. Beziehungsweise eigentlich 50, aber ich glaube, im GTA ist es 70. Okay, rote Ampel. Ey, Mann, normalerweise würde man niemals an der roten Ampel warten. Alter, wir gucken mal hier hinter uns. Alter, guck mal, wie die hier lauern. Also die Polizei ist heute hier wirklich ultra schlau. GTA aber mit schlauer Polizei spielen. So, hopp, jetzt fahrt doch mal hier. Ey, ist grün. Ey, es wird schon wieder rot, Mann. Junge. Also wenn man in GTA wirklich immer die roten Ampeln abwartet, dann dauert das, glaube ich, ziemlich, ziemlich lange, Leute. Ich würde jetzt so gerne einfach hier drüber brettern, aber hinter mir ist direkt die Polizei. Leute, was denkt ihr, was passiert? Sollen wir einfach mal testen, was passiert? Ich meine, einmal über rote Ampel fahren, da kriegt man ja wohl nicht 5 Sterne. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir scheren jetzt hier mal aus. Oh, 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 die Sirene ist direkt hinter mir angegangen. Was? Was, Leute? Kommen wir jetzt hier in eine... Alter! Ey! Oh, oh mein Gott, die sind direkt hier! Okay, Leute. Besser anfahren. Oh mein Gott, Leute, ihr seht so oben, wir haben 1 Stern. Alter, ey, der schneidet mich. Was? 2 Sterne, jetzt sind es 2 geworden. Oh mein Gott, okay, Leute, okay. Oh, nein. Mit Lenkrad fahren ist ein bisschen schwierig, Leute. Ey, was? Was? Ich habe nichts gemacht. 2 Sterne, einfach nur, weil ich nicht an der roten Ampel gewartet habe. Der blaue Lambo wird einmal stehen bleiben. Oh mein Gott, Leute. Die drehen ja hier völlig durch. Wow! Okay, alles gut, Leute. Ich glaube, für rote Ampel überfahren kriegt man nicht mehr als 2 Sterne, weil es sind immer noch 2. Es wird nicht mehr, das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt einfach nur noch abschütteln. Wir müssen jetzt irgendwas Schlaues uns einfallen lassen. Wir müssen uns irgendwas Schlaues einfallen lassen, um die loszuwerden. Bleiben Sie bitte stehen. Niemals! Oh. Ich werde Sie rammen müssen. Oh. Wow. Oh. Oh mein Auto Gott. Auto beschädigt! Oh. Warte, ich habe eine Idee, Leute. Wir werden uns hier verstecken und die 2 Sterne abwarten. Sind die hier noch? Sind die hier bei uns, Leute? Ich sehe die hier gerade nicht mehr. Ich höre nur eine Sirene. Oh, bitte finden die mich nicht. Bitte finden die mich nicht, Leute. Ganz langsam raus hier, okay. Wir können hier uns gleich bei Michaels Haus verstecken. Die 2 Sterne blinken schon, Leute. Die blinken, das ist schon mal gut. Warte mal, wir fahren hier mal hoch. Hier ist doch Michaels Haus irgendwo, ja. Wir verstecken uns hier. Wir verstecken uns hier kurz, um die loszuwerden. So, einmal hier reinfahren. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Freunde. Okay, das war knapp. Ihr seht... Oh nein, ich höre die Sirene. Ich höre die Sirene. Wir fahren doch mal lieber schnell in die Garage rein. Nicht, dass die hier... Weil die Polizei ist schlau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die hier sogar auf das Grundstück rauffahren. Oh, einmal kurz Auto abstellen. Ich habe gar nichts gemacht, Mann. Okay, schnell ins Haus rein, schnell ins Haus rein. Wir gucken mal. Oh mein Gott! Die kommen sogar mit Polizei-G-Klassen. Die sind richtig schlau. Alter, okay. Okay, Freunde, die zwei Sterne sind weg. Oh. Wow, das war jetzt hier schon knapp, Leute. Überlegt euch das mal. Wo bekommt man zwei Sterne? Einfach nur für eine Ampel überfahren. Okay, Freunde, also ihr merkt, wir müssen super, super doll aufpassen. Aber Missionspunkt Nummer 1 ist noch nicht erfüllt, und zwar zur Bank fahren und Geld abheben. Okay, wir fahren also weiter, Leute. Es geht wieder weiter auf die Straße. Wir müssen zur Pacific Standard Bank und wir dürfen uns jetzt hier keinen Fehler erlauben. So, okay, ganz normal auf die Straße. So, wo ist hier die Ampel? Welche Ampel müssen wir denn jetzt hier gerade schauen, Leute? Ich weiß gar nicht. Welche Ampel ist denn unsere? Ich glaube, die hier vor uns. Die zeigt gerade rot an. Also wir dürfen gerade nicht abbiegen. Ist hier gerade irgendwo Polizei? Wenn hier keine Polizei ist, dann fahre ich auch über die rote Ampel. Hier ist gerade niemand. Oh, okay, sehr gut, sehr gut. Niemand hat mich gesehen. Niemand hat mich gesehen, sehr gut. Okay, hier warten wir wieder. Alles ist gut, Leute. Oh, oh, neben uns Polizei. Oh, okay, die ist schon wieder da, Leute. Die sind sogar in einem Porsche unterwegs. Checkt ihr das? Okay, rote Ampel wieder. Wir bleiben an der roten Ampel stehen. Ich habe meinen Führerschein gemacht. Ja, da könnt ihr lange warten. Ich werde hier keinen Fehler machen. Die beobachten mich. Die beobachten mich safe, Leute. Alter. Hä? Er fährt sogar ein Stück zurück. Oh, was ist denn los mit dir, ey? Die wollen mich unbedingt drankriegen. Merkt ihr das? Okay, es ist grün. Wir fahren los. So, ich halte mich natürlich auch an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Oh Gott, schon wieder eine rote Ampel. Ey, Mann! Diese Ampeln hier in GTA. Leute, bis man da mal ans Ziel kommt, kein Wunder, dass sich niemand an Regeln hält. Ring, ring. Hä? Leute, ich werde angerufen. Ring. Hallo? Oh, hallo, Max, wie geht's dir? Ey, was geht? Ey, warte mal. Tour, neben mir steht gerade die Polizei. Ich mach mal das Handy kurz weg, ja? Oh, oh. Nein. Nein, ey, was? Nur weil ich angerufen wurde. Ey. Leute, was? Ein Stern schon wieder, nur weil ich angerufen wurde. Oh, Mann. Verdammt nochmal. Leute, guckt euch's mal an. Ich werde jetzt hier verfolgt, nur weil... Oh, weil mein bester Freund Tuan angerufen hat. Oh mein Gott, die drehen hier völlig durch. Wir müssen los, Ich muss los, Bruder. Tuan, tut mir leid, wenn du das siehst. Ich rufe dich später zurück. Oh mein Gott, das ist eine Sackgasse. Oh, und wieder raus hier. Oh, 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 Sackgasse versperrt. Du kriegst mich nie! Oh Gott. Oh mein Gott, was? Oh, Leute, nein, weil wir den angefahren haben, haben wir jetzt 3 Sterne bekommen. Oh, nein, Leute, 3 Sterne. Was heißt das? Kommen die jetzt schon mit Helikopter oder was? Ich weiß es nicht. So, Kickdown. Wir müssen immer noch zur Bank und die Mission erledigen. So klappt das ja nie hier. Oh, vielleicht sollten wir erstmal kurz aus der Stadt raus, um die 3 Sterne loszuwerden. Irgendwas müssen wir uns einfallen lassen. So, aber warte mal, hier oben ist doch das Wohngebiet in der Schleife. Vielleicht können wir da ganz gut die Sterne loswerden. Oh, Leute, nein, wir müssen hier entkommen. 3 Sterne. Bis jetzt hatten wir nur 2, aber 3 ist auf jeden Fall schon eine Nummer heftiger. So, wir fahren auf jeden Fall hier mal links rein. Vielleicht können wir uns hier irgendwo... Oh nein, Leute, hört ihr das? Oh mein Gott, Sirene und ein Helikopter ist auch noch über uns. Oh. Verdammt, Leute. Hä, diese... Alter, was? Polizei, G-Klasse und Helikopter. Die drehen ja völlig durch hier. Und alles nur, weil Tuan mich gerade angerufen hat. Mann, wir brauchen unbedingt eine Freisprechanlage. So, ich fahre hier gerade sehr clean, Leute. Fahre hier sehr, sehr clean. Und Kickdown, wir ziehen weg. LSPD, bitte einmal rechts ranfahren, der blaue Lambo. Ja, wahrscheinlich fahre ich rechts ran, Junge. Oh. So, wow. Alter, wir fahren hier wie ein Profi-Rennfahrer. Woo! Sehr gut, schön die Kurve genommen. Oh mein Gott, der Helikopter ist wieder uns. Nein, gar nicht gut. Okay, wir müssen die abschütteln. Leute, wir haben immer noch nicht die eine Mission erfüllt, und zwar einfach zur Bank zu fahren. Das gibt's auch gar nicht. Wisst ihr was? Ich habe jetzt eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir die loswerden. Gerade der Helikopter. Wir müssen irgendwie so machen, dass die... Oh mein Gott, der ist vor uns. Die spawnen hier überall. Oh. Bleib nicht stehen. Was? Die drehen ja völlig durch hier mit dem Heli. Wir müssen irgendwas uns einfallen lassen, dass der Helikopter uns nicht sieht. Vielleicht irgendwo in den Busch oder sowas reinstellen. Oh. Helikopter hat ihn noch im Blick. Ja, der Helikopter hat mich noch im Blick. Das ist gar nicht gut. Noch unbedingt mehr verstehen.
Verstärkung, eine Straßensperre bitte. Straßensperre? Die wollen eine Straßensperre machen? Warte mal. Was? Die sind ja einfach vor mir gespawnt. Was ist das denn? Muss los, Bruder. Oh, let's go. Ihr kriegt mich niemals. Er dreht wieder um. Andere Richtung. Das ist unmöglich, diese drei Sterne allein hier schon loszukriegen. War es da schon wieder ein Helikopter? Das ist ja wie normal fünf Sterne. Tackeln ist ab sofort erlaubt, aber achten Sie, dass Sie nicht runterfallen. Tackeln ist erlaubt? Die wollen mich jetzt tackeln, oder was? Ich drehe hier durch. Ich drehe hier durch, Freunde. Zum Glück fahren wir gerade relativ gut, sonst hätten die mich schon erwischt, Leute. Warte! Wow! Okay. Wisst ihr was? Ich springe jetzt hier über den Berg drüber. Wir müssen jetzt hier los. Wow! Oh mein Gott! Sichtkontakt verloren. Ich wiederhole. Helikopter hat Sichtkontakt verloren. Okay. Okay, Leute, die drei Sterne blinken. Die Sterne blinken. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch irgendwo unterstellen. Und dann sollten wir das eigentlich schaffen. Ich stelle mich jetzt einfach kurz hier vorne in den Busch rein. Und okay, jetzt müsste mich der Helikopter auch hoffentlich nicht sehen. Leute, wir warten jetzt hier kurz, bis die Sterne weg sind und dann geht's weiter. Okay, Freunde, die drei Sterne sind weg. So, sehr gut. Wir können weiterfahren. Wie gesagt, wir müssen immer noch die Mission erledigen. Geld abheben und uns ein Auto kaufen. Ich glaube, ich habe noch nie so lange dafür gebraucht. Normalerweise in GTA macht man einfach immer, was man will und raubt den Autohändler aus. Heute geht das nicht. Oh, wir müssen hier auf die Straßenregeln achten, ganz vorsichtig. Hat das gerade irgendjemand gesehen? Okay, gut, hat niemand gesehen. So, jetzt ist hier natürlich wieder eine rote Ampel. Jetzt nur die Frage, Leute, wie muss ich denn am besten fahren, um zur Bank zu kommen? Ah, warte, ich glaube die nächste rechts rein. Wir warten jetzt erstmal ab, bis die Ampel hier grün ist. Ist irgendwo hier oh mein, ja, okay. Okay, es ist direkt wieder hinter mir, Polizei. Das heißt, wir müssen hier wirklich wieder warten, bis die Ampel grün wird, Leute. So, und Ampel ist grün, sehr gut, wir dürfen. Ja, wir fahren natürlich auch hier nach Höchstgeschwindigkeit. Oh, der hat mich hier voll geschnitten. So, jetzt rechts abbiegen. Ey, warum sagt die Polizei denn nichts bei dem Porsche, der hier so auf der Ampel steht? Junge. So, hä? Ich dachte gerade schon, ich habe wieder einen Fehler gemacht, weil die Sirene von dem da angeht. Aber alles gut, ich habe nichts gemacht. Ich fahre hier wirklich sehr gut gerade. Wie in der Fahrschule. Hä? Alter, die Polizei ist ja voll OP. Die flitzen hier manchmal einfach durch. Mit Ferraris sogar. Okay, wir sollten nicht schneller als 70 hier in der Stadt fahren. Okay, grüne Welle. Oh, das war noch grün. Das war kirchgrün, Leute. Das geht noch. Das geht noch. Okay, hier ist die Bank. Da vorne wieder Polizei. Ja, wir parken in der... Oh, denkt ihr, man kriegt hier auch Strafzettel fürs Falschparken? Oh, Leute, ich hoffe, wenn wir hier rauskommen, dass wir jetzt hier keinen Strafzettel jetzt gleich hier kleben haben. So, wir parken hier ordentlich. Alles ist gut. Ich ziehe jetzt aber... Leute, ich ziehe jetzt hier kein Parkticket. Wir sind ja gleich wieder da. Das ist mir jetzt egal, Leute. So, dann gehen wir mal rein. Ey, da ist schon wieder Polizei. Die drehen hier echt völlig durch. Okay, Missionspunkt Nummer 1. Oh, die Bank wurde umgebaut, Leute. Sieht richtig gut aus. Missionspunkt Nummer 1, Geld abheben. Das werden wir jetzt hinkriegen. So, um auf die Bank zuzugreifen. Oh, die haben das ja, hier schönen echt. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich würde gern Geld abheben. Ja, dann kommen Sie bitte einmal rüber zu dem Schalter da, ja? Ja, alles klar. Oh, Leute, okay. Normalerweise würde ich das jetzt auf Touren-Style machen, aber naja. So, wie viel kann ich Ihnen denn auszahlen? Ne? Ich bräuchte einmal 500.000. Ja, dann bitte einmal die Karte, ne? Ja, hier ist einmal meine Karte. Dankeschön. Dann bitte einmal hier auf den Zettel unterschreiben, dass Sie Wagen abheben wollen und die Nummer eingeben. 500.000 haben die gesagt, ne? 500.000, genau, ja. Oh, Leute, guck mal, hier ist unser Bankkonto. Ja, wir kriegen ja immer gutes Geld hier. Sehr gut. Ja, ich lock mich schon wieder aus. Okay. Bitteschön. Ja, vielen Dank, der Herr. Tschüss. Ja, super. Mann, ey, Leute, aber wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Warte ganz kurz, muss ans Telefon. Ja, hallo? Ja, Max, weil du mich angerufen hast. Ey, Touren, sorry, ja, was geht? Mit Autoklauen, bist dabei, 10 Millionen. Ey, Touren, hör mir auf mit Autoklauen. Hast du mal erlebt, was heute in der Stadt abgeht? Was soll der sein? Ja, die Polizei ist auf einmal schlau geworden. Ja, mir doch egal. Okay, gut, Touren, also ich werde heute keine Autos klauen, ja? Okay, dann geh alleine klauen. Okay, tschüss, Touren. Na gut, morgen wieder Autos klauen mit Touren, Leute. Heute ist die Polizei echt mir zu krass. Okay, Leute, weil jetzt kommt Missionspunkt Nummer 2. Wir müssen jetzt mit dem Geld, das wir gerade abgehoben haben, uns ein Auto kaufen gehen. Ja, kaufen, nicht klauen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal wieder zum Autohändler kommen, ohne Straßenregeln zu brechen. Und dort dann ein Auto kaufen, Freunde. Okay. Und, hä? Was sind da jetzt schon wieder los, Leute? Ey, krieg ich jetzt... Nein, krieg ich jetzt hier echt einen Hallo, ey! So, das macht jetzt 5... Yeah. Hallo, ey, ich war gerade nur 3 Minuten da drin. Ich sehe gerade 75 Dollar.
Was? $75? Strafe. Für was? Für Falschparken. Ich bin doch Bankkunde. Das ist doch für, das ist doch ein Kundenparkplatz, oder nicht? Nein, es ist nicht. Gucken der Kundenparkplatz ist hinter. Gucken Sie mal, wenn Sie da hier parken, gehen Sie zu diesem Automaten, werfen München rein und gucken Sie, was hier steht bei Ihnen. Rotes Licht. Das heißt, Sie haben nicht gezahlt. Ja, aber ich musste doch nur kurz Geld abheben, Mann. Ja, ich muss auch kurz parken und dann, was dann? Ja, gut, okay. Wo ich zahle die $75. $75. Mein Gott, hier, $75. So. Leute, ihr seht jetzt, hier kriege ich auch noch $75 abgebucht, ey. Mein Gott. Ja, gut, okay. Kann ich wieder weiterfahren? Ja, ja, Sie können weiterfahren. Okay, danke schön. Alter, ey, Leute, diese Polizei heute hier, die achten ja wirklich auf alles. Okay, jetzt hoffentlich sagen die nicht noch was zu dem Sound von dem Lambo und machen da Faxen so. Fuck, ja, wäre lieb, wenn sie mich nächstes Mal ein bisschen mehr Platz gelassen hätten, aber alles gut. So, oh mein Gott, Leute, jetzt bin ich auch noch zugeparkt. Jetzt muss ich auch noch warten, bis die Ampel wieder rot wird. Ich drehe heute hier durch. Das ist echt schwer, Leute. Geht ja ohne Gesetze zu brechen. Wir müssen jetzt als nächstes zum Autohändler fahren, Leute. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal hingehen. Aber wir müssen hier natürlich wieder warten, bis die Ampel grün wird. Oh, die Ampel ist grün. Sehr gut. So, das heißt, wir können hier weiter alles entspannt nach Straßenregeln fahren. Okay. Oh, ey, die rammen sich ja hier gegenseitig. Ich habe damit nichts zu tun. Ah, sehr gut. Genau, schnapp den Rowdy mal da vorne. Sehr gut, Polizei. Ja, okay, ihr seht, sie schnappen sich sogar hier die NPCs, Leute. Okay, wisst ihr was, mir wird das hier gerade ein bisschen zu heiß. Wir biegen hier mal lieber ab. Nicht, dass sie hier wieder irgendwas sehen bei mir, was ich hier falsch mache. Gehen wir hier mal auf die Abbiegerspur. Links Abbieger, links Blinker setzen, Leute. Alter, Leute, seht ihr das da hinten? Der hat den rausgezogen und verprügelt den einfach fürs Falschfahren. Alter, die Polizei ist heute echt krass, Leute. Die ist echt krass. Okay, ey, warte, Ampel ist grün, wir können wieder fahren. Und abbiegen. So. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zum Autohändler und ich halte mich natürlich hier wieder an die Gesetze. So, hier wieder Stopp, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Okay, Leute, so weit, so gut. Wir sind gleich beim Autohändler angekommen. Ich habe mir bis jetzt keinen Fehler erlaubt. Wir fahren hier wirklich sehr gut. Oh, perfekt, grüne Ampel, Leute, grüne Welle. Wir dürfen fahren. So, und hier auf den Parkplatz des Autohändlers drauf fahren. Perfekt, Leute. So, jetzt noch schön rückwärts einmal einparken. Oh, Leute, wie ein Profi. Wie ein Profi machen wir das hier. So, und schön den Lambo rückwärts eingeparkt, Leute. Oh, perfekt, Leute. Niemand kann hier dagegen was sagen. Oh, oh, oh nein. Ey, Leute, seht ihr das? Da vorne einfach schon wieder Polizei. Eieiei, Leute, ganz schlimm. Wir gehen jetzt mal rein. Okay, wir gehen jetzt mal rein, Leute. Wir müssen jetzt ein Auto kaufen. Wir haben ja $500.000 dabei. Ist ja unser Kontostand, Leute. 500.000. Ferrari. Herzlich willkommen bei Premium Deluxe Motorsport. Alter, habt ihr umgebaut? Ich war länger nicht mehr hier. Ja, sieht richtig gut aus. Wir haben Renovierung gemacht, klar. Alter, ey, Leute. Die ganzen YouTuber sind abgehauen. Ja, ja, das, ja. Und dann konntet ihr richtig hier expandieren, wenn ihr nicht mehr ausgeraubt wurdet. Ne? Ja, richtig. Ja. Erstens das und zweitens, keiner hat mehr Autohaus aufgemacht, wissen Sie? Ah, okay. Diese ganzen Autohäuser von YouTuber, die finden Sie gut jetzt bei uns. Alter. Ja, freut mich, dass bei euch gut läuft. Du, pass mal auf, ich habe 500.000, will was kaufen und es muss knallen, es muss was Krasses sein, okay? Ich muss, schauen Sie mal, Neuzeit, das knallt nicht nur, sondern Sie tun auch was für die Umwelt, ein BMW E-Akt. Ja, was für die Umwelt tun ist gut, aber ich bin nicht so der Elektroauto-Fan. Ah, ich weiß, was Sie wollen. Dann nehmen wir doch mal mit hier einen schönen SLS Cabrio. Wie sagen Sie dazu, hä? Alter. Ich sag Ihnen, da jede Frau würde ja gerne Beifahrer bei Ihnen sein. Leute, das ist dieser McLaren. Das ist dieser SLR, Leute. Alter, ich glaube, der Autohändler weiß gar nicht, was das ist, Freunde. Das ist voll krass, die Kiste. Ja, okay, ja, wo liegt der so preislich? 800.000. Okay, ja, ich glaube, der ist sogar teurer, der SLR, Leute. Ich glaube, der weiß das, der checkt das gar nicht. Okay, ja, sieht schön aus, der Wagen. Ja, okay, was haben wir hier noch? Natürlich, schauen Sie mal, jeder Junge wünscht sich das doch, hä? Ein Veneno. Ciao, Veneno Lamborghini. Ja, sehr schön, sieht sehr, sehr schön aus, ja. Gefällt mir. Und natürlich, zu guter Letzt, ja, das darf doch hier nicht fehlen. Ein Traum von jedem Mann, erst dann haben Sie es geschafft. Schauen Alter, Sie sich das mal an, die Königsklasse. 488 Ferrari, Leute. Oh, Sie kennen sich doch aus, also ich habe Geschmack. Oh, auch stark. Und warte mal, was ist denn das hier? Was sind das hier, Leute? Das ist ein GT3, das ist. Aber das ist kein normaler, ne? Ja, aber es ist, die Papiere haben ein bisschen frisiert, aber es ist okay, ja. Alter. Und hat er so Straßenzulassung? Hat der TÜV und so?
Ich sag mal so, ich würde jetzt nicht unbedingt in die Werkstatt der Polizei mit Wein fahren, aber auf den Papieren ist alles in Ordnung. Alter. Trinker. Leute, der sieht richtig krass getuned aus mit Breitbau und aber so. Aber was war Ihr Budget nochmal? 500. Oh, ja gut, da wäre eigentlich nur der oder der E-Akt drin, ne? Ach so, die anderen kann ich mir... Ja, stimmt, die kann ich mir ja gar nicht leisten, die anderen. Nee. Wo liegt der denn hier preislich? Der liegt bei 250. Ja, ey Leute, bevor ich den i8 fahre, dann nehme ich lieber... Ja, okay, der sieht ja auch krass aus. 250 kriegst du. Passen Sie auf, wir machen ja 200.000, ha, und ich da, wenn Sie wollen, ich färbe noch einmal für Sie um. Okay, machen wir 300 und du machst den mal eine gute Farbe. Ja, ich mache aber eine nicht Farbe. Zu auffällig, ja, wegen der Polizei. Nein, nicht, dass man da rausgezogen ich wird. Ich bin auf. Warten Sie draußen, ich fahre aus der Werkstatt draußen, ja? Alles klar. Okay, Leute, das Problem ist, der Wagen bei der Polizei heute, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee war, aber wir werden es schon schaffen, denn die nächste Mission und letzte Mission ist jetzt einfach nur noch nach Hause zu kommen mit dem Auto. Wir warten jetzt mal hier, bis wir den bekommen. Let's go. Oh mein Gott, hey, ich habe doch zu ihm gesagt, nicht zu auffällig, Mann. Ich dachte, der macht den weiß oder schwarz oder so. Alter, ja. Leute, mit dem Auto bis zu mir zu kommen, mit der Polizeimod heute, das wird doch unmöglich. So, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Ja, danke schön, Chef. Ach, du heilige Leute. Ein mintgrüner, Breitbau aufgetunter AMG. Alter, Polizisten hassen diesen Trick, Leute. Hallo, hallo. Mitkommen hier einmal bitte hinten neben meinem Auto parken. Ich werde jetzt schon rausgezogen. Ich habe doch nicht mal den Hof verlassen. Warte mal, Leute, ich habe nicht den Hof verlassen. Das ist hier noch Privatgelände. Der kann mir gar nichts. Warte mal, ich lasse den hier stehen. Ja, hallo? Ja. Einmal bitte Fahrzeugpapiere, ja. Das sieht höchst illegal aus. Fahrzeugpapiere hier. Okay, ja. Okay. Gucken wir das mal hier kurz an. Ich werde kurz am Hängen. Ja. Clipboard dran machen. Ja. Können Sie gerne machen, kein Problem. Der Auspuff sieht okay aus. Die Reifen. Leute, der kann da sagen, was er will. Wir sind auf dem Privatgrundstück. Wir sind noch nicht auf der öffentlichen Straße. Er kann uns nichts. Gut. Also der Auspuff ist doch nicht der, der hier drin ist, ne? Und die Felgen sind auch ganz anders. Ja, das stimmt. Der wurde umgebaut, ja. Ja, dann bitte einmal nachtragen lassen. Das, wie sie ihn jetzt fahren, ist illegal. Ja, mach ich dann. Ja, ja. Aber ich wollte ja eh nicht auf die öffentliche Straße fahren, ne? Ja, ja. Ist ja privat gedacht. Oh, Leute, das ging nochmal gut. Wir können jetzt auf jeden Fall nicht rausfahren. Wir müssen erst warten, bis der Typ wegfährt. Okay, Leute, das wird jetzt echt schwierig. Wir setzen mal ganz kurz den Navigationspunkt zu unserem Haus. Wir müssen jetzt 4,3... Oh, der macht ein Bild von meinem Wagen. Ey, willst du mich anschwärzen bei der Polizei oder was? Wir müssen jetzt 4,3 Kilometer schaffen, ohne von der Polizei irgendwie rausgezogen zu werden. So, wir fahren nach Regeln. Oh, der ist auch laut, Leute. Der hat irgendwie gemacht und so... Oh nein, was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, hab ich Sie wohl erwischt, aber Sie hat sich weggefahren, ne? Oh Mann, nein, Leute, nein, der hat mich geprankt. Oh, nee, aussteigen. Das gibt jetzt erstmal Knast und der Auto wird abgeschleppt. Oh mein Gott, Leute, ich hau ab. Hey, oh. Stehen bleiben! Okay, Freunde, wir haben jetzt schon wieder einen Stern. Oh, und über rote Ampel gefahren. 2 Sterne haben wir. Oh nein, jetzt schon wieder 2. Okay. Bleiben Sie stehen. Nein, ich werde mit Sicherheit nicht stehen bleiben. Ich werde jetzt zu mir ganz entspannt nach Hause fahren. Oh, die drehen hier völlig durch. Hey. Oh mein Gott. Okay, der Typ hat einen Unfall gebaut. Was? Jetzt haben wir 3 Sterne bekommen. Oh, weil wir auch noch einen Polizisten dabei verletzt haben. Okay, Leute, 3 Sterne, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, Leute, jetzt sind es schon 5 Sterne, die wir bekommen haben. Wenn Sie jetzt nicht stehen bleiben, gibt 10 Sterne und der Schuss wird eröffnet. 10 Sterne und die schießen auf mich? Ey, Leute, aber ich habe eh schon 5. Was bleibt mir denn für eine andere Möglichkeit? Ich werde nicht stehen bleiben. Ist mir egal. Oh. Was? Special? Okay, Leute. Was? Wir haben 10 Sterne. Oh mein Gott. Die drehen jetzt hier völlig durch. Nein. Ich bin aufgesetzt. Weg hier. Oh, Alter. Oh mein Gott. Wir müssen 10 Sterne mit Lenkrad entkommen. Alles ist gut. Alles bleiben ist gut. Sie stehen. Ja, wahrscheinlich bleibe ich jetzt stehen. Noch haben Sie eine Chance, das Ganze hier friedlich zu lösen. Okay, Leute, wir müssen noch zu uns kommen. Die Mission ist es, lebend zu uns zu kommen. Alles ist gut. Zum Glück ist der Wagen hier ganz gut gepanzert. Oh mein Gott, ey, die schicken ja wirklich Special Force. Wow. Schussfreigabe. Tot oder lebendig. Okay, ausweichen. Nagelbett da. Oh. Oh mein Gott. Aus dem Weg, Junge. Oh. Okay, Kickdown, Leute, wir ziehen durch. Oh, nein, Leute, die Panzerung von meinem Wagen ist kaputt.
Okay, langsam kriegt mein Wagen Damage. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Es ist nur noch ein Kilometer bis zu... Oh mein Gott. Oh, Nagelbett. Nagelbett ausweichen. Dem Nagelbett schön ausweichen. Und let's go. Alter, Leute, was da hinter uns los ist. Was da hinter uns los ist, das ist zu krank. Oh, komm schon. Kickdown. Halten Sie ihn auf, wenn er nicht ankommt. Wir müssen richtig gut ausweichen hier. Das Ziel ist, bis zu uns zu kommen. Auf Privatgeld haben wir keine Rechte mehr. Ja, ja, sehr gut. Wir fahren bei uns rein. Ihr könnt mir gar nichts mehr. Und rein. Ja. Wow. Okay, Privatgelände. Das hier Privatgelände. Wir werden sie noch kriegen. Oh mein Gott, Leute. Oh, Leute. Holy moly Macaroni. Wir haben es geschafft. 24 Stunden GTA 5 mit Lenkrad ohne Regeln brechen. Die 10 Sterne sind weg. Wir haben überlebt, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was sollen wir als nächstes mit dem Lenkrad machen. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.